Grüße euch, euer Odin, immer noch krank. Ich habe entschlossen, jetzt schnell nochmal ein Tutorial zu machen, weil ich schon ein paar Mal nachgefragt wurde. Zu meinem ersten Tutorial, wie man Stimme und Spiel gleichzeitig aufnehmen kann. Ich würde mich freuen, wenn ich da irgendwie mal Rückmeldung kriegen könnte, ob bei dem einen oder anderen das so funktioniert hat, weil bei mir hat es funktioniert. Dann nicht mehr. Dann hatte ich irgendwie eine Rückkopplung, also habe ich, so wie ich es euch im Video erklärt habe, angeschlossen und hatte trotzdem halt meine eigene Stimme trotzdem noch über das Headset. Warum? Auf einmal weiß ich nicht. Ich würde mich da freuen, wenn ich da mal Rückmeldung kriegen könnte, bei wem das auch so ist oder ob es bei den anderen halt nicht so ist. Warum das denn auf einmal kam, weiß ich nicht. Am Anfang hatte ich es nicht und dann auf einmal war da. So, fangen wir mal an. Jetzt kommt die ganz andere Methode, die wir von Gamerscheck momentan benutzen, wie man halt alleine aufnehmen kann, praktisch sich selbst aufnehmen kann. Und ja, man kann sich selbst aufnehmen und also die Stimme halt zum Hauptaugen jagen oder halt mit Freunden spielen und Teamspeak zum Beispiel sein und da die Stimme dann mit aufnehmen. Ist an sich eine ganz easy Einstellung. Da braucht man auch ein zusätzliches Programm, weil Stereo Mix funktioniert nicht wirklich, weil da hat man eine Rückkopplung. Das werde ich euch auch erklären. Das ist ein ganz kleines Tool. Also, fangen wir erstmal an mit den Kabeln vom Hauptaugen und von der PlayStation. Das war da mal ein bisschen. So, ich muss erstmal mein Hauptaugen rausholen. So, ich drehe mal den Laptop so ein bisschen um, dass ihr das so seht. Guck gerade noch Star Trek, dich wundert. So. Also, wie ihr seht. Hoppala. Ich habe etwas Kabel hier, so hier hinten. So. Mal an der Seite mal. So. Das ist der PlayStation, das ist der Kabel, der von der PlayStation direkt kommt. Nicht wundert, ist ein Kabelwirr. Momentan erkläre ich euch gleich warum. So, die drei, die für Bild sind, also schwarz-blau, schwarz-grün und schwarz-rot, die sind für Bild. Die kommen ganz normal, wie ihr kennt, in Hauptaugen rein, wie bei Hauptaugen auch beschrieben ist, wenn ihr den Hauptaugen kauft in der Anleitung. Ich muss mal die Kabel hier ein bisschen beiseite machen. So. Ganz normal, seht ihr, geht ins Hauptaugen rein. Nichts. Da ist nichts Neues dran. So. Jetzt haben wir aber hier noch an dem dicken Ding, seht ihr ja, da sind ja noch die beiden für einmal rot und einmal weiß für Ton. Die gehen natürlich nicht gleich ins Hauptaugen rein. Die habe ich über einen Verteiler, also eine Verlängerung, ein Verlängerer, also über einen Adapter. So, zeige ich euch mal. So. Dann sind da zwei Löcher. Auf der anderen Seite auch zwei Löcher. Steckt da einfach an den normalen Schitschkabel ran, der je nachdem so lang ist, wie ihr ihn braucht. Ich habe ein 5-Meter-Kabel genommen, weil von meinem Hauptaugen bis zu meiner Playse, bis zu meinem Laptop ist halt dementsprechend lang. Also deswegen brauche ich halt 5 Meter. So. Rot an Rot. Weiß an Weiß. Immer darauf achten, dass wirklich Rot an Rot und Weiß an Weiß ist. Ist wichtig. So, wie gesagt, ist ein ganz normaler Schitschkabel. Ihr wundert euch, warum ein Zettel dran ist. Ich gebe euch den Tipp, weil ihr zwei Chitch-Kabel legen müsst, beschriftet die euch von hier an der Playse, praktisch hier am Hauptaugen direkt und das andere Ende auch. Hier steht zum Beispiel bei meinem, steht hier, kann man nicht wirklich lesen, da steht PS3 Sound. So, PS3 Sound habe ich darauf geschrieben, einfach mit Klebeband umwickelt, damit das halt nicht, sich nicht abnutzt oder kaputt geht und das halt mit Klebeband auch befestigt. So. Dass man weiß, das ist der PS3 Sound. Der wird halt der kommt von der PS3, wird über den Chitch-Kabel weiter zum Laptop gejagt. Am Laptop kommen nachher die anderen Einstellungen. Ich zeige erstmal nur jetzt hier beim Hauptaugen. So, dann haben wir hier noch ein Chitch-Kabel. Wie ihr seht, da hatte ich eigentlich auch beschriftet. Der liegt da hinten irgendwo, den Zettel. Ich habe jetzt keinen Bock, der draus zu kramen. Da steht Hauptaugen drauf. So. Das ist der Kabel, der direkt in den Hauptaugen kommt. Da macht ihr einfach, ist ja, seht ihr, ist ja mit dem Loch rot an rot und weiß an weiß. Ein ganz normaler Chitch-Kabel habe ich auch 5 Meter genommen, weil, wie gesagt, mein Laptop etwas weiter weg ist. Die Länge, die, wenn euer PC, wenn ihr jetzt direkt daneben den PC stehen habt, braucht er natürlich keine 5 Meter, nimmt dann Meter oder einen halben Meter oder so, wie ihr halt braucht. Also ich brauche 5 Meter, deswegen habe ich 5 Meter genommen.
So, sonst ist alles jetzt normal. Praktisch nur, dass ich halt PlayStation-Kabel nur Bild direkt ins Hauptaug jage und Sound über ein Cinch-Kabel zum Laptop. Und vom Laptop kommt dann halt der und geht wieder ins Hauptaug rein mit dem Sound. Das erkläre ich euch gleich. Das ist der USB-Kabel, das ist ganz normal. Stromkabel und HDMI-Kabel hoch zum Fernsehen. Alles ganz normal, so wie ihr kennt. So, jetzt müssen wir den Hauptaug erstmal wieder vernünftig reinstellen hier. So. Ich habe den Hauptaugen jetzt mal direkt hier über meine Festplatte gestellt. So. Entschuldigung, dass hier alles ein bisschen ordentlich aussieht. Und hier, Laptop nochmal drehen. So. Und hier kommt an der Seite, habe ich ein bisschen zusammengebunden die Kabel, kommen drei Kabel raus. Das dicke ist ja einmal der USB-Kabel, der normal, der zum Hauptaugen geht. Und dann zweimal Cinch-Kabel, die halt bis zum Laptop führen. So, wir haben wir das schon mal soweit erledigt. Dann mache ich hier das Video erstmal beenden und dann sehen wir uns gleich am normalen Platz, würde ich sagen. So, jetzt sind wir beim normalen Platz, wo ich immer zocke. Geradezu ist mein Laptop. Ihr seht mich. So, jetzt drehe ich mal die Cap, so dass er das sieht. Das Silberne ist mein USB-Switcher, also mein USB-Port. Da sind mehrere USB-Stecker dran. Und der ist, da ist er am Laptop dran. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen wackel, aber mir geht's halt, wie gesagt, nicht gut. Weil ich habe an meinem Laptop halt nur drei USB-Ports und deswegen habe ich das halt hinten. Die Cam dran, den Hauptaug und meine Maus und die Accessoire-Karte. Da kommen wir gleich dazu. So, weil, ihr müsst wissen, ihr braucht zweimal Eingänge für Kopfhörer und zweimal Ausgänge für Kopfhörer und zweimal Eingänge für Mikrofon. So, erkläre ich euch gleich warum. So, jetzt zeige ich euch erstmal wirklich, dass es so ist. So, da waren wir eben. Da geht mein Kabel lang. Ist hier vorne auf dem Tisch. So. Ja. Erstmal einen Schluck Tee trinken. So. Das ist jetzt der Kabel. So. Und zeige ich euch doch mal, dass es wirklich der ist. So, da ist er. Und da geht er praktisch zum Hauptaug und so. Ist halt der. So, ich habe halt hier noch beim Hauptaug USB ein Verlängerungsstück drin, ein Klarsichtteil, weil es mir zu wenig Kabel gewesen. So, ihr seht halt, hier kommt der USB-Kabel, das ist der vom Hauptaug. So. Und hier sind die zwei Cinch-Kabel und da ist eine externe Soundkarte, erkläre ich euch gleich warum. So. Ihr seht, hier ist mein Aufkleber. Halte ich euch mal die Cam. Wie auf der anderen Seite PS3 Sound. Da kommt halt der PS3 Sound hin. Ja, da braucht ihr dann praktisch. Haut ihr an euren normalen Cinch-Kabel. Wie gesagt, Länge ist euch überlassen. Kommt drauf an, wie weit ihr vom Hauptaug weg seid mit der Aufnahmemöglichkeit oder hast nicht gesehen. Und da kommt dann ein ganz normaler Klinkenkabel ran mit zwei weiblichen. Und dann halt wieder. Rot an Rot, Weiß an Weiß. So, mal die externe Soundkarte zeigen. Das ist die externe Soundkarte. Habe ich mir von Pearl geholt, weil die ist wirklich robust und so. Die von Logilink, die ist halt nicht so toll. Die löst sich denn da in der Mitte und dann muss man kleben und ist halt nicht so toll. So, jedenfalls die habe ich auch zweimal mir geholt zur Sicherheit. Falls mal was ist mit einer, habe ich immer noch eine auf Ersatz. So. Und hier hinten seht ihr, könnt ihr nicht so wirklich sehen, da sind zweimal Anschlüsse. Die sind zweimal schwarz, aber mit Symbolen gekennzeichnet. Einmal da, das ist Headset, da ist Headset und da ist Mikrofon. Den Cinch, wo ihr halt PS3 Sound, warte mal, das ist Hauptaug, genau, den halbe ich schon die ganze Zeit da hat, ich bin doch bescheuert, ey. Ja, da wo ihr
wo PS3-Sound dran steht. Also der Chinch-Kabel, wo direkt der Sound von der PlayStation kommt. Den macht ihr auf Mikrofon. Ich zeige es euch doch mal, dass ich es wirklich auf Mikrofon habe. Mikrofon. So. Und das ist der Chinch. Da steht Mic Hauptaug. Habe ich nur was Kurzes genommen, ist eigentlich der Stereo-Eingang für Hauptaug, also für HDPVR. Ja, ist praktisch links und rechts, also weiß und rot. So, jetzt sind hier jetzt nochmal ein Chinch-Kabel und da machen wir halt den nächsten Klinke-Kabel, der genau der gleiche ist. Machen wir da ran. So. Und den stecken wir unter Kopfhörer-Eingang. So, sieht dann so aus. So, habt da praktisch zwei Kabel mit Licht. So sieht das dann aus. So, das war jetzt erstmal soweit mit den Anschlüssen, was ihr zu beachten habt. So, anschließend tun wir gleich. Ich muss dafür nochmal umklemmen hier, das Bild und so. Für die, die einen PC haben, mit Fronteingang und Ausgang und hinten Front, Ein- und Ausgang für Mic und Kopfhörer haben. Augenblick, ich muss aber trinken. Die müssen halt gucken, ob sie halt den Sound separat ausgeben können. Dass sie sagen können, das Eingang zu dem Ausgang und hast nicht gesehen, zeige ich euch gleich. Die brauchen dann natürlich keine externe Soundkarte. Ich brauche nur eine externe Soundkarte, weil ich habe nur, kann ich euch zeigen, dort an der Seite, na, das sieht man jetzt, klasse, oder? Da sind zwei Eingänge und jeweils ein Eingang und ein Ausgang. Für Mikrofon und einmal für Kopfhörer. Und reicht ja nicht. Wir brauchen insgesamt zweimal Mikrofon und zweimal Kopfhörer. So. Dann zeige ich euch mal, wie ich das anschließe. Gucke, ich bin doch bescheuert hier. Jetzt muss ich Kabel irgendwie rumwürscheln. Ach, Mensch, ich bin auch voll im Hobelung. Ich hoffe, dass ihr das vernünftig sehen könnt. So. Ich schließe einfach nur die externe Soundkarte auf den USB-Port. Entschuldigung, wenn es ein bisschen wackelt. Ach, das ist doch nicht die Wirklichkeit hier. So, ihr seht, es leuchtet. So, da wurde eben aus Versehen die Aufnahme beendet. Warum weiß ich nicht. Ich zeige euch das nochmal genau. Da, das ist der durchsichtige. Der geht hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. So, da seht ihr, das ist der USB vom Hauptaug. Ich habe es halt wirklich nur verlängert. Und da seht ihr wirklich, dass der Kabel direkt zum Hauptaugen geht. Und da sind die Chinch. Da sind die Chinch. Hier ist einer. Da ist der andere. Und ihr seht, die gehen wirklich direkt in die externe Soundkarte. So. Ah. Dass ich jetzt nicht euch was Falsches zeige oder sonst was. So. Für die, die PC haben, die separat vorne Fronteingang und Ausgang und hinten Eingang und Ausgang haben. Augenblick, ich muss nochmal trinken. Oh Gott. Die brauchen wahrscheinlich keine externe Soundkarte. Ich zeige euch gleich, woran man das sieht und hast nicht gesehen. Und für die, die ein 5.1-System dran haben, mit dem neuen Realtek-Update und, oder ab welchem Realtek-Update, das geht, weiß ich nicht. Jedenfalls. Entschuldigung, mir geht's halt wirklich nicht so toll. Aber ich will den fertig machen für euch, weil ich da schon halt viele Nachfragen gekriegt habe, wann und wann denn jetzt nicht so weit ist, aber ich die letzte Zeit nicht dazu gekommen bin durch die Let's Play und hast du gesehen. So. Jedenfalls gibt es da eine Möglichkeit beim Realtek, bei dem neuen Realtek, so einzustellen, bei 5.1 sind ja dann logischerweise fünf Klinke dran, vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts, Center, Subwoofer. So, und dann gibt es noch zwei andere separate. Keine Ahnung. Da werde ich mal mit dem Onkel reden. Vielleicht kann der mal ein Tutorial machen, wie man das umstellt. Weil der hat eine 5, der hat einen PC, der hat einen Newton-PC mit 5.1 und so ein Scheiß. Und Realtek, und der kann euch das vielleicht erklären. Mal gucken. Onkel ist nicht so der Tutorial-Freund vom Macher. Der hat immer Angst, dass er sich verquatscht oder sonst irgendwas dergleichen. Aber der macht das wirklich gut. Also ist wirklich top. Müsst aber die Packt aus von ihm gucken. Kann ich echt nur ans Herz legen. Onkel hat da eine ganz coole Art, wie er drüber bringt und so. Macht richtig Gaudi zu gucken. So, ja. Und für die, die Realtek haben mit der Scheißqualität, so wie der Crazy Freak zum Beispiel, der hat auch einen PC, auch einen guten eigentlich,
Aber bei ihm ist ein Realtek total scheiße. Mikrofon kommt total rauschend rüber, irgendwie kratzend, irgendwie, keine Ahnung, total scheiße. Und deswegen hat er auch eine externe Soundkarte gewählt. Und hat praktisch eine externe Soundkarte und ein bisschen geht halt. Zwei externe Soundkarten hat er, genau, zwei externe Soundkarten hat er rangemacht und macht es damit, weil sein Realtek irgendwie total für den Arsch ist. Wenn ich mal mit Onkel reden, mal gucken, was man da machen kann. Ich werde jetzt hier nochmal umstellen, damit ihr meinen Monitor seht, dass ich euch weiter zeigen kann, wie es weitergeht. So, ich werde mir das erstmal hier alle wieder zurecht machen. So. Dass ich auch mich selber sehe. So. Jetzt kommen wir zu den weiteren Einstellungen. Ich habe auch hier Showbiz, war was, ach ne, habe ich schon auf. Ach, habe ich zugemacht, ich Trottel. So, jetzt gehen wir hier unten erstmal Rechtsklick, Wiedergabegeräte. So, ihr seht, hier ist meine externe Soundkarte. Und da ist mein Realtek. Und das ist WLine-In und waren wir hier unten? A-Line-In. Line 1. So. Die habe ich natürlich nur durch ein extra Programm, was ich euch gleich zeige. Ich will es euch erstmal nur schon mal aufmachen, damit ihr euch wisst. So, da. Einfach runterladen, das Freeware, glaube ich, und dann einfach aussuchen, welche Setup 460 oder normales Setup ausführen, fertig ist. Und dadurch erhaltet ihr praktisch bei Eingang, bei Wiedergabegeräte, diese WLine-In. So, Line 1 praktisch. Oh, und hier habt ihr Stereo Mix, ist bei mir normal. Und hier kriegt ihr Mic 1, Line In, also Line 1 und SPDF 1. Und das A steht nur da, weil ich das umbenannt habe, damit man besser durchsieht. Weil zweimal Line 1 ist doof. So, und das ist auch an alles anderes aus. So, jetzt. Kopfhörer und ich habe halt normale Kopfhörer halt mit zwei Klinkenanschlüssen. Entschuldigung, ich muss aber trinken. Ich habe trockenen Hals. So, weiter geht's. Und diese Virtual Cable. So. Damit Virtual Cable 4.10 einfach ganz normal installieren. Das braucht ihr, wenn ihr mit mehreren Leuten zocken wollt und die Stimme von den Leuten auch haben wollt. Ich fange jetzt erstmal nur ganz logisch an, nur euch zu zeigen, wie das funktioniert mit einem. Also praktisch nur euch. Und danach kommen wir zu mehreren. Nicht wundern, das wird gleich etwas brummen, weil mein Mikrofon, was ich abgreife zum Quatschen, nee, obwohl. Nee, ist ja ein anderes. Ich nehme ja das Mikrofon von oben. So. Ich nehme ja das Kameramikrofon. So, gleich. So. Mikrofon, Kopfhörer. So. So, jetzt halte ich hier zu. Ich bin ja über das. Ach, Mensch, ich bin auch doof. So. Fangen wir erstmal an bei Aufnahmegeräte. Ich mache mal kurz mein Fernsehen noch mal was lauter. So, ich mache den mal auf 30. Seht, ich habe wirklich nur Fernsehen mit der PlayStation an. So, dann als erstes, ich gehe ganz langsam vor. Das ist jetzt meine Aufnahmegerät der externen Soundkarte. Praktisch. Die ich mir bei Perl gekauft habe. Ja. Da gehe ich auf Anhören und sage, ich will die externe Soundkarte wiedergeben. Und hier steht schon Lautsprecher Realtek High Definition drin. Das ist da, wo mein Headset angeschlossen ist. Weil dadurch hören wir dann den Spielsound. Sagen wir, übernehmen. So, dann ist das schon mal erledigt. Jetzt höre ich, was in der PlayStation passiert. Gleichzeitig kommt in der PlayStation nichts an oder relativ nichts an. Das erkläre ich euch. Ach nee, das hatte ich ja schon eingestellt. So. Jedenfalls ganz wichtig. Ich mach's nochmal. So. Da kommen die Kopfhörerinnen, die ihr benutzen wollt. Also die ihr aufhabt, um den Spielsound zu hören. Und den Haken nicht vergessen. Benutzer definiert Mikrofonverstärker
lasse ich lieber aus, das bringt nicht viel. Lautstärke müsst ihr testen. Ich habe es auf 1, weil sonst ist bei mir irgendwie so ein komisches Zwischengeräusch und das bringt nicht viel und ich habe auf 1. Würde ich euch, denke ich mal, auch empfehlen. Da müsst ihr halt selber wissen und testen, wie eure Einstellungen sein müssen und können. So. Dann kommen wir zu, das ist das Mic, das, womit ich jetzt mit euch quatsche, was ich hier aufnehme. So, wir wollen das mitnehmen. Das ist das Mic von meinem Realtek High Definition. Und da steht so. So, anhören. Und das möchten wir gerne, machen wir einen Haken drin, auf der PS3. Ich habe es auch umbenannt. Normalerweise steht da nicht PS3. Ja, normalerweise steht nur das in Klammern da. Ich habe extra PS3 dahin geschrieben und das Bild ist auch nicht normal, dass da ein Controller ist. Das habe ich auch eingestellt. So, übernehmen. Übernehmen. Jetzt hört Jetzt ihr hört ihr. praktisch meinen Praktisch Sound. mein Sound. Das ist der vom Ist der vom Mikrofon, der zum Mikrofon, der Fernsehen zum geht. Fernsehen. Im Im Prinzip zum Prinzip zum Hauptbaum. Hauptbaum. Und vom Hauptbaum Vom zum Hauptbaum zum Fernsehen. Fernsehen. Ist jetzt gerade ein Ist jetzt bisschen gerade ein bisschen irritierend. irritierend. Mach mal Mach mal. Ton aus. So, jetzt haben wir schon mal den Ton. Ach so, ja, jetzt müssen wir darauf. Jetzt kommen wir zu Wiedergabegeräten. So, da gehen wir auf PS3 bzw. externe Soundkarte, wo der PlayStation Sound rein und ja, eigentlich Wiedergabe ist ja dann praktisch Ausgabe, ist das, wo denn zum Hauptbau geht. So, ganz wichtig, ich habe Lautstärkepegel habe ich auf 100. Hier unten müsst ihr selber wissen, was bei mir war am Anfang 7 und 9 okay, jetzt ist das tierisch laut, jetzt habe ich so wie beim Freak, Freak hat auch 5 und damit kommt es vernünftig. Ja, also das ist praktisch das, wie es in der Playse rüberkommt, wie es am Fernseher praktisch im Hauptaugen rüberkommt. Ihr könnt natürlich auf volle Pulle ballern, bringt nicht viel, denn ist es übersteuert und hört sich scheiße an und ihr seid total leise. Also deswegen 5. Müsst ihr selber testen, vielleicht geht bei euch ja 5 nicht, vielleicht ist es denn zu leise oder ich weiß es nicht. Hat auch nichts damit zu tun, wie ihr im Fernsehen rüberkommt, müsst ihr einfach mal mit Showbiz einfach ein paar Aufnahmen machen, irgendwie in-game irgendwie und dann mal gucken und wie ihr euch anhört und wie in-game ist, weil das ist teilweise von Spiel zu Spiel anders und vom PC zu PC sowieso. Ja, also da müsst ihr selber euch zurecht knobeln. Erweitert habe ich halt nur alles auf DVD-Qualität. So. Dann kommen wir zu den Realtek Wiedergabegerät. Das ist praktisch jetzt mein Headset. So, Pegel habe ich natürlich 100. Könnte ich auch leise machen. Würde nicht viel bringen. Umso leiser ist der Playser bei mir. Und dazu habe ich ja hier noch das Rädchen. Das funktioniert ja auch. Damit kannst du auch leise und laut machen. Aber da habe ich lieber 100 und dann stelle ich im Nachhinein ein. So, das habe ich alles aus, weil wenn ihr das anmacht, dann hört ihr auf eurem Headset gleichzeitig euer Mikrofon. Dann wird das mit durchgeschleift. Ein und Line Out ist alles aus bei mir. So, das sind die Einstellungen, wie ihr euch selber aufnehmen könnt. So, dann werden wir da jetzt mal. Ich gehe mal, in was für ein Spiel gehe ich denn da jetzt rein? Ich werde das nämlich gleich mal dann Ingame-Aufnahmen mit reinhängen. So. Ich gehe mal. In was gehe ich rein? Ich gehe in Saints Row rein. Da ist am Anfang eine Melodie. Da könnt ihr dann am besten hören. Kopierschutz ist ungültig. Wieso ist mein Kopierschutz ungültig? Keine Ahnung, worum das jetzt geht. Ich mache hier erstmal Pause und muss das erstmal einstellen, warum das in der Playse jetzt gerade nicht geht. Oder ich kann ja Pause drücken. So, weiter geht's. Aber ich muss es mal leiser machen. Ich habe nicht gerade den Spielsound noch mit drin. So. Ich zeige euch das nämlich alles 1 zu 1. So. Aufnahme. Der Taubau braucht manchmal ein bisschen was länger. So.
Und wird jetzt. Ihr seht mich ja und gleich kommt dann das Video dazu. Ich drücke jetzt hier Aufnahme. So, dann müssen wir jetzt warten. Können ja mal hier zur Sicherheit. Test, test, test. Test, test, test. Test, test, test. Kommt nicht an. Warum nicht? Test, test, test. Warum kommt er nicht an? Achso, ich hab ja. Ich bin ja doof. Achso. So, ich hab ja meinen Ton aus. So. So. Jetzt höre ich mich selber, jetzt weiß ich, dass das funktioniert. So. Jetzt drücke ich mal hier. Fortsetzen, Kampagne, Koop. Ja, also. Das funktioniert. Also, ich sehe praktisch das auf dem Fernseher. Ich kann also nochmal umdrehen. Das ist der Play. Ja. Und es ist wirklich hier der gleiche. So, ich bin jetzt auf Extras. Ja. Und ihr hört praktisch den Sound und ihr hört mich. Ich gehe jetzt auch gleich wieder auf Fortsetzen und dann werde ich da die Aufnahme erstmal beenden. So, jetzt bin ich auf Fortsetzen. Jetzt werde ich die Aufnahme auch erstmal beenden. So. Gebe ich euch den Tipp, so, macht das so wie ich. Wenn ihr was sagt, zum Beispiel, oder irgendwas macht, die Aufnahme mit eurem Mikrofon ist genau das gleiche wie im Spiel. Es hängt wirklich 2-3 Sekunden hinterher. Ja, ich drücke jetzt von Fortsetzen auf Kampagne. Ihr seht es gleich hier im Monitor. Ich sage jetzt. Jetzt habe ich runtergemacht und mal gucken. Da, jetzt geht es erst runter. Also müsst ihr auch dringend drauf aufpassen, wenn ihr Let's Play oder was weiß ich, was ihr machen wollt. Wenn ihr das praktisch macht, länger laufen lassen, bevor ihr Stopp drückt. Sonst ist das Spiel ja hinten abgehackt, das wisst ihr ja, und eure Stimme sowieso hoch, weil die Stimme ist wirklich genau wie im Spiel 2-3 Sekunden verzögert. Ja, also da immer dran denken. So, jetzt gehe ich wieder auf Fortsetzen. Jetzt bin ich bei Fortsetzen und jetzt geht es auf Fortsetzen. Ja, das beenden wir jetzt erstmal hier. Logischerweise höre ich mich jetzt abgehackt an, weil ich einfach beenden gemacht habe. So. Na nun. Hauptaug dauert wieder was länger. So. Das Video hänge ich gleich hinten ran. Also wenn ich jetzt hier gleich Schluss mache, kommt ihr gleich hinten ran, dass ihr das Video gleich sehen könnt. So. Erstmal beenden. So, ich gehe erstmal aus dem Spiel raus, dass ich da keine Hintergrundgeräusche habe. So. Und ihr seht, da ist das Video. Das hänge ich jetzt gleich hier ran. Also damit ist das auch eigentlich soweit erklärt, wie man das einzeln machen kann. Ja, das ist eigentlich nur, was ihr wissen müsst, halt PS3 beziehungsweise die externe Soundkarte beziehungsweise den hinteren Eingang. Ja, ich habe es extra PS3 benannt, dass da nichts schief gehen kann. Ja, und ihr die Lautsprecher. So, und da halt Aufnahmegerät und Mikrofon. Mehr müsst ihr eigentlich nicht drauf, achten, wenn ihr alleine Let's Playen wollt. Wenn ihr mit Freunden Let's Playen wollt, das kommt gleich. Das mache ich gleich im Anschluss, wie ihr das am besten machen könnt. Da braucht ihr dieses Virtual Cable, wie ich euch das gesagt habe. Ja, das könnt ihr auch so benutzen, wenn ihr jetzt nicht praktisch die PlayStation, also ich muss das mal, kann ich euch das gleich mal zeigen. Achso, das habe ich mir ja schon hier oben hingepackt. Ich bin ja doof. So, da ist Audio. Zack. Und damit könnt ihr praktisch auch das machen, da braucht ihr denn nicht hier rauf gehen und sagen, anhören, ja, und dann Haken drin, da könnt ihr zum Beispiel sagen, ihr möchtet den Sound von der PS3 auf Realtek, Realtek High Definition, da müsst ihr aufpassen, Realtek digital ist es nicht, ja, also ihr müsstet normale, es sei denn, ihr habt digital eingestellt bei euch, so. So, und dann startet das einfach, ihr seht, das Programm funktioniert, ja, und das könnt ihr auch mehrmals aufrufen, wenn ihr wollt, so. Wer halt jetzt damit lieber arbeiten möchte zum Beispiel, dann müsst ihr halt hier natürlich noch sagen, das Mikrofon von Realtek High Definition da, auf PS3. So, dann habt ihr praktisch hier den PS3 Sound zum Lautsprecher Realtek, praktisch eure Kopfhörer. Hier sagt ihr Mikrofon Realtek, ja, zu PS3. Ja. Und das ist eigentlich schon alles. Also ihr könnt, es ist euch überlassen, ob ihr jetzt praktisch, ich schiebe das mal hier ein bisschen runter.
ob ihr halt hier zweimal dieses Programm öffnet und damit arbeiten wollt oder halt bei Sounds und dann das hier einschaltet. Ich gebe euch den Tipp, bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich jetzt hier damit arbeite, mache ich ja meistens, bevor ihr den PC, den Laptop runterfahrt, immer die Haken vorher raus, sonst gibt es Probleme beim Neustart. Habe ich. Bei Crazy ist es nicht, glaube ich. Bei mir ist es, bei mir ist sowieso beim Neustart vom Laptop das Realtek grundsätzlich irgendwie nicht da. Da muss ich immer dann sagen Neustart und dann ist mein Realtek da. Warum das bei meinem Fujitsu ist, ich habe keine Ahnung. Entschuldigung. So, ich muss noch einen Schluck Tee trinken. So. Und das war eigentlich, wie ihr praktisch eure Stimme aufnehmen könnt und Ingame-Sound. Und wie ihr am besten dann einstellt, wie die Pegel bei euch sind, das müsst ihr selber wissen. Ja, ich werde jetzt hier erstmal beenden, werde das Video fertig machen und dann kommt gleich im Anschluss noch ein kleines Video, wie ihr mit 2, 3 oder 4 oder 5 Mann spielen könnt und die Stimme auch praktisch bei euch im Headset ist, die euch hören, eure Stimme aber gleichzeitig im Realtek, bei der Aufnahme mit bei ist. Also, das kommt gleich. Ja, das mache ich gleich. Das kommt morgen dann wahrscheinlich hochgeladen. Ich weiß es nicht. Vielleicht lade ich auch beide mit mal hoch. Ich habe noch keinen Plan. Bis dahin, ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Hänge gleich noch das Video hinten ran. Und das war dann mit diesem Tutorial. Oh, ich muss noch mehr Tee, ey. Das war dann mit diesem Tutorial. Hoffe, hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich bitte euch, gebt mir bitte Feedback zu dem ersten, was ich gemacht habe mit der Aufnahme, weil bei mir am Anfang funktioniert hat, ohne dass ich mich selber höre. Dann habe ich mich doch selber gehört. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich würde echt gerne Feedback haben, ob das einer gemacht hat und ob das bei ihm auch ist, dass er sich nicht hört oder dass er sich hört, weil bei mir war es am Anfang nicht und dann war es auf einmal da und dann konnte ich machen, was ich wollte. Dann ging es nicht mehr weg. So, dann mache ich jetzt hier wirklich erstmal beenden. Ich hänge euch gleich das, was ich aufgenommen habe, noch mit hinten ran. Ja, was wir eben gequatscht haben, also was ich eben gequatscht habe und ihr gesehen habt, seht ihr jetzt gleich, wie es im Spiel war. Bis dahin, ahoi! So, dann müssen wir jetzt warten. Ich kann ja mal hier zur Sicherheit. Test, Test, Test. Test, Test, Test. Kommt nicht an. Warum nicht? Warum kommt da nicht an? Ach so, ich hab ja. Ich bin ja doof. So, ich habe ja meinen Ton aus. So. Jetzt höre ich mich selber, jetzt weiß ich, dass es funktioniert. So. Jetzt drücke ich mal hier. Fortsetzen, Kampagne, Koop. Ja, also das funktioniert. Also ich sehe praktisch das auf dem Fernseher. Ich kann einfach halt mal umdrehen. Das ist der Play. Ja. Und es ist wirklich hier das gleiche. So, ich bin jetzt auf Extras. Ja. Und ihr hört praktisch den Sound und ihr hört mich. Ich gehe jetzt auch gleich wieder auf Fortsetzen und dann werde ich da die Aufnahme erstmal beenden. Jetzt bin ich auf Fortsetzen. Jetzt werde ich die Aufnahme auch erstmal beenden. So. Gebe ich euch den Tipp, so, macht das so wie ich. Wenn ihr was sagt, zum Beispiel, oder irgendwas macht, die Aufnahme mit eurem Mikrofon ist genau das gleiche wie im Spiel. Es hängt wirklich 2-3 Sekunden hinterher. Ja, ich drücke jetzt von Fortsetzen auf Kampagne. Ihr seht es gleich hier im Monitor. Ich sag jetzt. Jetzt habe ich runter gemacht und mal gucken. Da, jetzt geht es erst runter. Also müsst ihr auch dringend drauf aufpassen, wenn ihr Let's Play oder was weiß ich, was ihr machen wollt. Wenn ihr das praktisch macht, länger laufen lassen, bevor ihr Stopp drückt. Sonst ist das Spiel ja hinten abgehackt, wisst ihr ja, und eure Stimme sowieso hoch, weil die Stimme ist wirklich genau wie im Spiel 2-3 Sekunden verzögert. Ja, also da immer dran denken. So, jetzt gehe ich wieder auf Fortsetzen. Jetzt bin ich bei Fortsetzen. Und jetzt geht's auf. So, ich bin's nochmal. Ich hänge nochmal ein Video hinten ran. Also ist jetzt doch nicht mit dem Spiel zu Ende gleich Schluss. Ich habe immer noch den Uff vom Spielen eben. Wie ihr gehört habt, in der Aufnahme vor dem Spiel ist der Spielsound auch mit in der Aufnahme drinne.
die habe ich da drunter geschraubt, weil, kann ich euch ganz genau erklären, weil ich mit Camtasia ja aufnehme und praktisch meinen ganzen Desktop aufnehme und dann nehme ich auch normalerweise ganz logischerweise die Sounds auf, die auf dem Desktop ankommen. Und auf dem Desktop, also auf dem PC, also Laptop, kommen ja auch die Sounds der PlayStation an. Die habe ich ja hier. Deswegen sind die auch eine Aufnahme. Nicht, dass ihr euch da wundert. Ja, die sind dann halt, die, weil ihr hört es ja, also sind sie da logischerweise in der Aufnahme auch mit drin. So, aber damit ist das Tutorial auch beendet. Ich fange gleich das nächste Tutorial an und hoffe, hat euch gefallen und ist hilfreich. Ich würde mich über Feedback freuen, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert, wie bei euch die Einstellungen sind und so. Ja, Aufnahme habt ihr ja eben gesehen. Da nicht wundern, es ist wirklich abgehackt, weil da habe ich einfach mittendrin dann aufgehört. Wie gesagt, ihr besser aufhören, wenn ihr gesprochen habt, noch kurzzeitig warten, weil zurechtschneiden kann man immer noch was abschneiden vom Video oder hast du nicht gesehen. Das ist nicht das Ding. Da habe ich auch vielleicht, da mache ich vielleicht auch nochmal ein Tutorial zu, wie ich am besten aufnehmen kann. Wenn ich mehrere Videos, also eine lange Session aufnehme, wie ich dann am besten schneide, da bin ich auch mal überlegen, vielleicht hilft euch das auch noch. Das aber definitiv nicht heute bei Zustand. Meine Stimme kommt langsam etwas wieder. Nochmal einen Schluck trinken. So, ich fange nämlich jetzt gleich an mit dem nächsten Tutorial. Der Onkel hat sich zur Verfügung gestellt, dass er da mitmacht. Ja, also sehen wir uns im nächsten Tutorial. Das wird dann morgen aber erst hochgeladen. Bis dahin. Ahoi.